wieder Chewie. Der Jedi-Tempel. Oh. Wie viel wer das wohl geschrieben hat? Wer hat wohl solche Stifte? Von niemandem. Wir haben. Hallo? Oh. Das ist ein Lippenstift. Das ist auch ein Lippenstift. Oder ein Stift. Das ist wie meine Oma. Die Sith, wir müssen. Das hast du gut gemacht, mein neuer Schüler. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Er hat den Umhang ausgezogen. Nutze deine Gefühle, Obi-Wan. Dann empfinden du wirst. Meister Jedi, wir hatten das Schlimmste befürchtet. Senator Organa, Meister Kenobi unterstützen ihr könnt. Dass da alle rein dürfen in Jedi-Tempel, obwohl die Klone da alles bewachen? So, Ruinangriff auf die Wookies. Level abgeschlossen. Schön. Freies Spiel freigeschaltet. So, da müssten wir doch eigentlich auch einen haben. Ja, auch schön. Nichts geschafft. Minikits haben wir auch keine. Neue Figuren. Chewbacca. Schurke? Commander Grievous. Ach, Schurke, ja, wegen Schmuggler. Ja, okay, das ergibt Sinn. Dass der Schurke nennt? Weil Leia sagt ihm immer zur Hand, dass er so ein Schurke ist. Das passt irgendwie. Klonsoldat Phase 2. Palpatine vernarbt. Aber Palpatine am Apparat. Der Imperator wird in seinem Büro schön. Beim Senat sein. Dann zum Senat, wir schnell müssen. Ah, okay. Die stehen immer noch. Ja, alle Jedi sind tot, aber die sind noch da, weil die haben ja noch Missionen. Ich habe das Haus, also das Hinterhaus und den Nachbarhaus auf dem Grundstück nachgebaut und das Nachbarhaus muss ja auch gefüllt werden. Da kommt dann halt eine Waldnestecke rein. Ja, cool. Ja, sowas finde ich immer cool, wenn man so Sachen nachbaut. So, und wollen wir mal sehen. Solus One. Steht da immer irgendwie. So, jetzt, ne, ich weiß gar nicht, wo wir... Also eigentlich muss jetzt Yoda... Warte mal, wir sind mit Bail unterwegs, ne? Ach nee, mit, ich weiß nicht, wie der heißt, Typho? Ja, wir müssen jetzt eigentlich zum Senatsgebäude Palpatine stellen, was echt cool wäre als Lego-Mission. Also Lego-Spiel wäre, glaube ich, hier nach direkt, dass Obi-Wan und Yoda den Jedi-Tempel wieder einnehmen. Das ist eigentlich auch eine nette Mission, haben die hier also rausgenommen sozusagen. Also ja, die Original-Mission wurden die alle umgeändert. Also es ist nicht komplett überhaupt nicht mehr dasselbe Spiel. Also nur ich kann es ja trotzdem so ein bisschen vergleichen. Hi Luigi! Hi! Keine Ankündigung heute? Das habe ich nie richtig umsetzen können. Der Baumo, das bringt mich zum Verzweifeln. Ich habe da nie gebaut. Ich muss das mal irgendwann auch mal spielen. Ich weiß noch nicht, wie gesagt, welchen. Obwohl Sims 4 ist der letzte Teil, ne? Dann habe ich Sims 3. Dann habe ich Sims 3 für den PC mit ganz vielen Erweiterungen. Stimmt, gefühlt 20 Erweiterungen oder so. Und eigentlich müsste jetzt die Mission kommen auf Mustafa. Aber ich denke mal, jetzt kommt noch eine andere und danach kommt Mustafa. So, dann mal los. Tante 4, Schiff aus Episode 4 und Episode 9. Und wenn es keinen Sinn ergibt, aber hey. Ja. Schwerer Angriff. Ach, schwere Angriffe sind A? Okay. Irgendwie macht er schon diese Geräusche. Sie nicht länger sind. Die in dem Film. Oh! Sie haben sich alle gegen uns gewandt. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Guck mal, die haben rote Rüstung. Rote Rüstung heißt, das sind die von Coruscant, die Wachen. Und die Musik ist eigentlich aus Episode 3. Und tatsächlich ist die Musik, die man jetzt im Hintergrund hört, auch aus Harry Potter. Das ist Harry Potter 2, glaube ich. Bei Quidditch. Ich habe letztens Star für die PS3 günstig im Internet gekauft und sich nur noch wieder anschließen, habe das Spiel auch noch. Also Konsolenversionen sind echt interessant, nur da ist halt der Baumodus sehr ab, oder generell das Spiel ist sehr abgespeckt, aber dafür ist es anders, besonders Sims 2.
ist auf der Konsole so ein anderes Spiel. Ich verstehe deswegen auch nicht, warum so viele sagen, das ist so schlecht, weil es ist anders. Es ist, auch Herbs ist sehr viel anders. Welche Musik, dieses hörte man gerade so ein bisschen. War aber sehr leise. War bei mir leise. So. Ich esse gleich Mini-Pen Rigatte mit Tomatensauce. Ich habe tatsächlich noch gar kein Essen, was ich heute essen soll. Bin ich noch am Überlegen, was ich essen soll. Schön den Kopf abschießen. Also die Maske. Abschießen, so einer bin ich nicht. Nee. Nein, ich doch nicht. Hab ich noch einen gesehen? Nö. Ach, da oben. Ah, da oben. Wie Yoda das eigentlich ins Senatgebäude geschafft hat, ohne weiteres. Weil ich sag mal, der Jedi-Tempel ist ja schon krass überwacht, aber im Senatsgebäude? Ah, nee, bitte, oh, bitte, bitte lass das hier besser funktionieren. Bitte lass das hier besser funktionieren. Ja, in dem anderen Spiel ist das so, wenn du einmal getroffen wirst, verlierst du die Maske und du wirst halt, ja, und die checken halt auch meist direkt, dass du nicht einer von denen bist. Ich hoffe, dass das hier besser funktioniert. Die anderen sind mini, die sehen so süß aus, ich muss sie probieren. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Parat. Ach, zur Rede. Wir haben noch gar nicht die Rede gehört, ne? Erstes galaktisches Imperium. So, rein da. Ja, ja. Die Nightcrawler, das ist doch das Schiff hier von den Knights of Ren, ne? Hm. Meister Yoda. Film haut ja auch einfach ab, der Masameda. Das sieht voll komisch aus. Jetzt werdet ihr erleben, wie boah, weißt du, dass er da Sidious heißt? Der dunklen Seite auswirkt. Oh nein. Okay. Am Ende eure Herrschaft ist und nicht kurz genug sie gewesen ist. Ganz genau. Ich habe unbegrenzt gemacht. Ich merke schon. Eine Verbindung zur dunklen Seite hier ist. Ist übrigens auch ein mega interessanter Raum. Das ist der Raum unter dem Senat, wo halt auch der Kanzler halt auch. Ist das nicht sogar so eine Art Bunker für den? Alter, das haben die schon irgendwie sehr cool gemacht. Oh shit, wie greife ich den an? Okay, so halt nicht. Ah. Lauf, Meister Yoda. Hier gibt es nichts für euch. Nur einen Moment. Er lässt nach. Jetzt müssen wir angreifen. Okay. Nee, ich habe nur gar keine Ahnung, jedenfalls, was ich heute zu essen mache. Ich habe die letzten Tage irgendwie nur Bock auf so, weiß ich nicht, so Pizza und also so eine Kacke irgendwie. Das esse ich in letzter Zeit leider irgendwie sehr oft. Der da hinten weiß auch nicht, wo es hingeht, ne? Das ist ein Minikit? Das ist ein Minikit. Ja, her damit. So, gib ihm Klatscher. So elektrisierend diese Begegnung auch sein mag, ihr seid kein Gegner für mich. Was ich ja bei dem Yoda-Sprecher total eigenartig finde, ist. Sieht so aus, als ob dein Freund hier Hilfe braucht. Meister Yoda, ich kann mich nicht bewegen.
Die Stimme irgendwie von Yoda, die kann man gar nicht mal so schwer nachmachen, so. Aber trotzdem klingt, also obwohl der klingt auch so ein bisschen mehr nach dem richtigen Sprecher, muss ich sagen, als der aus dem richtigen Film. Das ist sehr schön. So, jetzt sind wir im Senatsgebäude tatsächlich. Oh Gott. Es ist noch nicht vorbei. Ganz und gar nicht. Ah, schon ein echt cooler Kamin. Das muss man schon sagen, Alter. Was habe ich den gerade abverlangt? Fliehen, verstecken. Ich dachte gerade, das sind Machtkugeln. Machtkugeln. Muss einen Weg geben, an ihn ranzukommen. Ja. Hinfliegen zu. Oh Gott. Darf ich bitte weiterspielen? Kacke. Achso, das ist mein Vater. Unlimited Power. Das Spiel sieht schon enorm krass aus, muss man schon sagen hier. Typho, eure Unterstützung ich brauche. Er ist Typho, ich wusste es. Und ihr habt alle Nein gesagt. Ach, guck mal, ich kann auch schon dann drücken. Okay. Sollte man nur, wenn das in der Mitte hat. Wir haben eine Notfallkontrolle in die gesamte Technik im Senat eingebaut. Nur für den Fall, dass das Schlimmste passiert. Das Schlimmste. Was heißt das Schlimmste? Boah, die Augen, wie die leuchten. Boah, ich freue mich schon, das Cities zocken zu können. Boah, hatte der nicht sogar die Originalstimme in Episode 7 selbst in dem Videospiel hatte der die Originalstimme. Also bei Sidious ärgert mich das am meisten, weil ich finde Sidious, sag ich immer, ist früher meine Lieblingsfigur gewesen, heute ist es ja Sworn geworden. Aber trotzdem, Sidious hat immer noch so ein, meine Nummer 2, hat einen Platz in meinem Herzen, das wollte ich sagen. Oh, nicht hier runterfallen, ich bin tot. Der Bildschirm dann auch, wenn so komisch schwarz wird. Seht die wahre Macht der dunklen Zeit. Oh, shit. Ja, da ist der. Übrigens finde ich hier die Positionierung von ihm so geil, weil er halt auch diese Dinger auf Yoda schmeißt. Was er nochmal so positioniert, so, ich bin der Senat, ich führe den Senat, ich steuere den Senat, was halt auch nochmal so... Weil jeder Sitz ist ja ein Planetensystem, wo halt die Senatoren sitzen können, so. Und im Prinzip ist das ja dann auch noch... Da, jetzt macht er das sogar tatsächlich, oder? Also die Positionierung ist halt echt cool gemacht, so. Im Film. Dass er das halt steuert und halt auch so machen, damit machen kann, was er will, so. Und halt gleichzeitig auch alles damit zerstört, so. Das ist schon echt cool halt. Das nennt man Bildsprache, Leute. Das ist schon beeindruckend. Oh. Das Minikit. Ich hab's gesehen. Truppen, schließt eure Mission ab. Eliminiert diesen Jedi. Ich komm da auch nicht hin, ich weiß nicht wie. Verstanden. Truppen, Angriff. Es kommen weitere Truppen. Führen Order 66 aus. Ne, ich seh's, dass ihr's macht. Es endet jetzt. Ja, dann komm jetzt. Besser. Lebe wohl, Jedi. Ja, werden wir sehen. Tschüss, Papa Palpatine. Sollen sich mit den Jedi anfreunden? Ja, das war's wohl. Da ist ja jetzt der Umbruch passiert, ne? Ich werde müssen. Ich finde es schade, dass man Typho hier spielt und nicht Bail Organa. Oh, weil da ist Bail Organa. Dann Padme. Wir müssen schnell sein. Okay, das erklärt. Stimmt, im Film ist das ja auch Typho und Yoda. Ach ja.
So, schau dann im Senat. Da haben wir alle Sachen. Ich habe gerade gesehen, das Bild gepostet von den Mininudeln. Die werde ich mir mal ganz kurz angucken. Ja, oh, wir haben sogar ein paar. Oh, schade, nicht voll, aber fast. Schade, schade. Wo haben wir es denn da? Ruhe im Gericht. Pudding mit Vanillegeschmack mit Bananen versteckt unter Pudding und Waldheilbeeren. Boah, das sieht ja echt geil aus. Lass dir schmecken. Als der Luigi vor seiner Übereiferung sagt, ihr wollt mein Pudding, den könnt ihr haben, irgendwo hab ich einen Topf Pudding versteckt, und so brach das große Pudding-Zeitalter an. Düm, düm. Nee, ich weiß das Lied nicht, aber ist ein schönes Lied. Wie willst du denn diese Serie nennen? One Pudding? Finde ich schon ganz lustig. An Ben eine Idee, okay. Das ist schade. Minikits auch keins. Doch, eins! Hey! Weil die Mini-Penne sind wirklich ein bisschen Penne. Mini-Penne. Also Penne, ne? Ja, Pennen. Klotrupper Wache Chaos. Und ich habe gesagt, das sind Chaos. Der Imperator. Den kann man hier schon bekommen? Okay, das ist ein bisschen traurig. Padme sollte noch in ihren Gemächern sein. Bail Organa. Gefahren können hinter jeder Ecke lauern. Deshalb Bail Organa ist so cool. Ich hoffe, dass der in der Obi-Wan-Serie auftritt. Und ich hoffe, dass der in der Cassian Endor-Serie auftritt. Ich finde, Bail Organa ist so ein... Der hat keine Waffe. Ist so, jedenfalls, Bail Organa ist ein mega underrated Charakter. Der kommt auch leider viel zu wenig vor. Mich reicht das? Kann zwei Portionen essen. Na, alles gut. Ich meine ja halt nur, weil du meinst, die sind so mini. Das sind schon kleine Dinger. Kann man ja einfach mehr von essen, sag ich mal so, weißt du? Ja, ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wohnbezirk Ost. Ach, zu Padme müssen wir, ne? Padme, 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 Padme. Sag das mal ganz oft hintereinander. Ja, die sind mini, mini. Feind identifiziert. Und die wissen schon, dass wo wir hin wollen. Okay, dann nicht. Ich suche auf der Insel der Pudding den Topf. Oder so. Lass uns schnell machen. Ich hab zu tun. Das sagt in Episode 2. Obwohl ich weiß gar nicht, was der in der deutschen Version sagt. In der englischen Version sagt er, I have work to do. Vielleicht Milchreis. Oh, Milchreis ist auch geil. Ich habe noch Grieß, aber ich habe nichts, was man dazu essen kann. Was ist hier los? Sind ja auch noch Klonsoldaten. Das wäre nicht so schön. Guck mal, sie hat Kuchen gebacken. Und guck mal, ihre ganzen Kleider. Und hier ist C3PO. Hi! So. Ich zerstöre mal ein paar Kleider, ne? Die brauchst du nicht mehr, Padme. Nee. Du verschwindest jetzt. Dich gibt's nicht mehr lange. Padme, wisst ihr, wo Anakin ist? Milchreis ist auch lecker, ja. Ist mit Zimt. Ich habe auch kein Zimt. Ich bin aber nicht so der große Zimt-Fan. Also so Zimt in irgendwas drin, ja, aber so Zimt. Essig. Aber ist jetzt nicht so was, wo ich jetzt direkt sagen würde, ja, muss ich haben. Es steckt immer noch Gutes in ihm. Ich weiß es. Anakin sagte mir, er wolle nach Mustafa. Mustafa. Vor Obi-Wan finden. Du meine Güte. Ich habe angeordnet, dass mit C3PO der Abflug vorbereitet wird. Wir müssen sofort zum Landeplatz gehen. Wenn das, also, was Meister Kenobi sagt, wahr ist, würde ich vorschlagen, dies den überaus fähigen Jedi zu überlassen. Nein, ich muss selbst mit Anakin sprechen. Obi-Wan ist sicher durcheinander. Die läuft, also wenn die schlägt, dann hat die echt den Bauch weit rausgestreckt. Ja, die ist zu dem Zeitpunkt schwanger, nur man sieht, also ja, es wird so eine Kugel angedeutet, aber... Hätte ich cool gefunden, hätten die da irgendwie noch so ein Ding draufgepackt. So, wollen wir doch mal sehen. Ein Schiffchen brauchen wir. Ja,
Ja, jetzt will sie halt zu ihm, weil sie halt gehört hat, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ja, da kann doch nichts Böses bei passieren, wenn sie einfach nur sehen will, ob es ihrem Mann gut geht halt, ne? Oh, warte mal, hä? Wo müssen wir jetzt hin? Grieß mit Marmelade, das ist eine Idee, stimmt. Aber das habe ich leider auch nicht. Aber das wäre eher so eine Sache, die ich mir, glaube ich, holen würde dafür. Ja, muss ich mal gucken. Ich finde das übrigens mega kacke, wie man eigentlich mit Padme umgeht, weil von ihr hört man fast nichts mehr, weil auch sehr viele von ihren Sachen einfach gelöscht wurden. Sehr viele Aufzeichnungen und sowas, was mega kacke ist. Auch in den Filmen so. Also es hat auch was mit den Originals zu tun, weil halt wirklich immer nur von Anakin gesprochen wird und selten von Padme. Also ich lese ja gerade hier das Lied Blut, Buch Blutlinie. Und dort wird halt auch zwischendurch Padme erwähnt, aber dadurch, dass Padme ist viel eher das, was halt Leia ist später. Aber trotzdem geht's halt, redet sie die ganze Zeit nur über Bail Organa. Ja klar, das ist ihr Ziehvater, aber entweder so, ja, entweder mein Ziehvater oder mein richtiger Vater. Aber so, aber meine Mutter. Bin ich dann immer so ein bisschen schade, weil besonders, also... Padme ist eine mega starke Figur eigentlich. Besonders in Clone Wars ist die echt heftig drauf. Muss auch sagen, ich glaube, das ist sogar eine der besten Figuren, würde ich schon fast sagen, so in den Prequels. Meiner Meinung nach. Sehr unterbewertet. So, ja. Oh, wie war der alte Schelm? Erkennt man nicht.